Hallo ihr Lieben, heute kommt das versprochene Video zu dem Distress Oxid Kissen. Ich möchte euch heute 5 Techniken zeigen, was ihr Schönes anstellen könnt mit diesen Babys. Ich liebe sie. Ich habe mir 9 Farben gekauft. Es gibt jetzt mittlerweile schon wieder 10 neue. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. Ich habe es gewusst vor ein paar Tagen, ich habe es wieder vergessen. Nun gut, ich habe hier Ice Bruce, Fired Brick, Fossilized Amber, Worn Lipstick, Vintage Photo, Broken China, Wilded Violet, Spiced Marmalade und Cracked Pistachio. Ihr seht die Farben, die sind an sich schon wunderschön und wenn wir damit arbeiten, werden sie noch umso schöner. Gut, ihr Lieben, fangen wir mit der allerersten Technik an. Und zwar geht es jetzt ums Verblenden. Ihr packt euch ein Stück weißen Cardstock. In meinem Fall ist es Aquarellpapier, weil ich habe festgestellt, dass es mit Aquarellpapier noch besser funktioniert. Ich habe wahrscheinlich nicht das richtige Cardstock zu Hause, ich habe keine Ahnung. Packt ihr euch auf den Untergrund, klebt das mit Washi-Tape fest. Ich habe jetzt hier meine Glasplatte, macht sich einfach besser, weil man das dann hinterher gut abwischen kann. Nehmt euch eure Kissen und nehmt euch eure Blending-Tools. Ich habe ja hier meine 2 und dann jeweils die Schwämmchen, die ich dann immer auswechsel, weil die ja hier so ein Klett haben. Und zwar ganz einfach gehen wir hier mit dem Schwamm, mit dem Blender in das Kissen. So. Und dann einfach, ihr müsst jetzt nicht hier ewig weit außen anfangen und dann rüber rubbeln, sondern ihr könnt eigentlich schon hier ansetzen und los geht's. Und ihr seht schon, dieses, ich weiß nicht, dieses Aquarellpapier verhält sich irgendwie besser, habe ich das Gefühl. So, und dann geht ihr einfach mit kreisenden Bewegungen, ihr könnt natürlich auch hinher, könnt ihr auch machen, das ist völlig egal, weil das Papier zieht sich sowieso damit voll. Ich kann euch leider überhaupt nicht erklären, wie diese Zusammensetzung ist, weil ich mich da nicht wirklich auskenne mit. Aber ja, wie gesagt, einfach ausprobieren. Ich habe es halt mit verschiedenen Cardstocks probiert, das ging nicht. Weiß nicht, vielleicht sind die falsch. Aber Aquarellpapier, da habe ich dieses hier. Ich zeige euch das gleich mal, das hier. Das ist wunderbar. So, die eine Farbe haben wir. Jetzt nehmen wir uns die andere Farbe. Und gehen da einfach mit drauf. Und jetzt geht es halt zum Verblenden über. Und ihr werdet gleich sehen, wie einfach das geht. Da ist nichts mit irgendwie, dass so eine Kante entsteht. Nein, da ist ein wunderschöner Übergang von der einen zur anderen Farbe. Wenn nicht, rubbelt er dann einfach nochmal mit dem anderen Tool drüber, mit der anderen Farbe, dass ein schöner Übergang entsteht. So, und ihr seht schon, wunderbar. Das sieht einfach nur klasse aus. Ich rubbel hier nochmal mit dem Lilanen drüber, damit sich das schön verblendet. Aber ich finde es einfach nur klasse. Das macht einen Haufen Spaß und das sieht so toll aus. So, wenn ihr das habt, wenn ihr zufrieden seid mit eurer Verblendung, nehmt ihr euch Wasser zur Hand. Ich habe leider noch keine Spritzflasche. Immer wenn ich irgendwo bestellt habe, waren die ausverkauft. Das hat mich dann ein bisschen geärgert. Naja, nun gut. Ich nehme jetzt hier immer meine Flasche für meine Pflanzen, tröpfe mir da so ein bisschen auf die Hand und spritze da einfach was drauf. Geht natürlich auch. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und jetzt fängt das an zu reagieren, wie ihr schon seht. Und dann nehmt ihr euch einfach ein Stück Zewa oder Klopapier, wurscht, Hauptsache irgendwas, was saugt. Und wartet so lange, bis ihr zufrieden seid mit der Reaktion. Und geht einfach mit dem Papier drüber und tupft das weg. So. Und schon habt ihr einen wunderschönen gestalteten Hintergrund. Zieht einfach noch das Washi-Tape ab. So. Ach, komm hier. Und schon seid ihr mit eurem ersten Hintergrund fertig.
So, das nächste ist eigentlich genau dasselbe. Bloß wollte ich euch zeigen, dass diese Distress-Oxid-Kissen auch auf dunklem Tonpapier, Kraftpapier, wie auch immer, funktionieren. Deswegen habe ich mir jetzt hier schwarzen Cardstock mal mit Washi-Tape festgeklebt und wollte euch das einfach mal zeigen. Und zwar nehme ich wieder meine Blender-Tools und rubbel jetzt hier drüber. Und ihr seht schon, dass es funktioniert. Und so lassen sich auch wunderschöne Hintergründe gestalten. Gerade auch auf Kraftpapier sieht das wirklich toll aus. Aber ich wollte halt jetzt euch das mal so demonstrieren mit schwarzem Papier. So, einmal diese Farbe, dann gehe ich hier nochmal mit dem Gelb drüber. Was ich natürlich machen könnte, ich könnte natürlich auch mal den dunkleren Farbton nehmen. Ich glaube, ich nehme mal das Braun noch mit dazu, um das zu zeigen. Hier ist jetzt natürlich nicht so viel Unterschied, weil ich jetzt nicht so viel Farbe verwendet habe. Aber das Orange würde man schon gut sehen, wenn ich da jetzt noch ein paar Mal drüber rubbel. So, ich nehme mal jetzt noch das Braun, um das zu zeigen. Ja, selbst das, ich hoffe, ihr wackelt jetzt nicht so arg, wenn ich hier ständig hin und her rubbel. Selbst das kann man gut sehen. So, also ich finde, wie gesagt, wenn ich das Orange jetzt hier noch mehr machen würde, würde man das auch gut erkennen. Bloß ich habe jetzt nicht so viel Farbe verwendet. So, und genau auch hier könnt ihr genau wieder dasselbe Spiel machen. Nehmt euch ein bisschen Wasser, tropft das voll, lasst es reagieren und ihr seht schon, wie es tut. Lasst das wieder so lange drauf, wie ihr denkt, dass es reicht. Und tupft das dann ab. Nehmen wir wieder das Zewa. Und schon habt ihr euren Hintergrund fertig. Mit dunklem Tonpapier. Hier nochmal ein bisschen aus der Nähe, damit ihr das sehen könnt. Es sind natürlich jetzt nicht so knallige Farben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Worn Lipstick genommen hätte, wäre das noch viel mehr rausgekommen, beziehungsweise viel mehr geknallt. Es gibt aber, ich bin der Meinung, die neuen Distress Oxid Kissen haben auch, also die Farben sind knalliger, bin ich der Meinung. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt hier eher gedeckte Farben genommen, aber funktionieren tut es trotzdem und ich finde das wunderschön. Und man könnte eigentlich, wenn man ein schwarzes Tonpapier nimmt und dann mit Blau rübergeht und Lila, da könnte man sich eigentlich eine wunderschöne Galaxie machen. Wäre eine Möglichkeit. So, die nächste Technik ist die Masking-Technik. Ihr nehmt euer Stück Papier und klebt euch das so ab, wie ihr wollt. Ihr könnt das Kreuz der Quere machen, 3 Streifen, 5 Streifen, wie auch immer. Und geht da einfach mit der Farbe drüber. Ich habe jetzt mal Worn Lipstick und Cracked Pistachio genommen. Und geht da einfach wieder drüber und durch das Tape gelangt ja keine Farbe, beziehungsweise ist ja abgegrenzt. Und dadurch könnt ihr euch auch wunderschöne Hintergründe machen. Ich gehe da mal so drüber und da verbinde ich mal noch das Grüne mit rein. Also da kann man so viel mit rumspielen, da kann man seine Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Also ihr seht schon, ihr könnt hier wirklich so rubbeln oder kreisen, das ist wirklich völlig egal. Gott, ich hoffe, ihr wackelt jetzt nicht die ganze Zeit. Wenn ja, tut es mir sehr leid. Und ich hoffe auch nicht, dass meine Softbox euch stört, die hier drinnen scheint. Ist ein bisschen blöd, aber es lässt sich leider nicht ändern. So, ich gehe mal noch in das Rosane mit rein.
und verblende das. So, ihr könnt dann jetzt wieder mit Wasser drüber gehen, aber das mache ich jetzt diesmal nicht. Ich lasse das jetzt so. Sondern ich ziehe einfach das Tape ab. Ich gehe mal hier noch ein bisschen mit dem Rosa rein. Also da kann man auch echt die Zeit vergessen, ne? wenn man hier sitzt und sich die Papiere schön macht. So, ich denke, das kann man so lassen. Denke ich. Hoffe ich. So, ich lasse das jetzt so. Das rubbe ich hier noch ewig weiter. Also, ziehen wir mal das Tape ab und gucken, wie es geworden ist. So. Also, falls ihr Tape habt, was arg klebt, drückt das wirklich vorher irgendwie am T-Shirt ab, dass so ein bisschen die Klebkraft verliert, weil wenn ihr das hier drauf klebt, das kann natürlich sein, dass ihr euch dann die Farbe mit abrupft. Das wäre blöd. Das Washi-Tape, was ich hier habe, das funktioniert sehr gut, weil da ist nichts. Und das ist das Ergebnis. Und ich finde es echt sau cool. Und das ist Technik Nummer 3. So, die nächste Technik ist die Aquarelltechnik. Ihr nehmt euch wieder euren Cardstock, Aquarellpapier, was auch immer. Nehmt euch so ein Stück Plastik. Das hier habe ich mir aufgehoben von meinen Stempeln, wo ich die ja ummontiert habe. Nehmt euch euer Kissen. Und ja, so rum oder so rum ist wurscht. Und geht einfach mit diesem Plastikstück einfach in das Kissen rein und bringt da Farbe auf. So. Und jetzt nehmt ihr euch Wasser und spritzt das auf diesen Plastikbogen. So. Und diesen Plastikbogen, ich hoffe, das reicht jetzt an Wasser. Nicht, muss ich nochmal was drauf machen. Nochmal was drauf. Sicher, sicher. Und diesen Bogen bringt ihr jetzt auf euer Stück Papier. So. Und weil es Plastik ist, könnt ihr auch wunderschön sehen, was ihr macht. Ihr könnt es natürlich auch hier drauf verteilen und dann das Papier umdrehen, aber dann seht ihr natürlich nicht, wie es wird. Und hier könnt ihr jetzt hin und her ziehen, machen und tun. Ihr könnt auch mehrere Farben nehmen, mehrere Plastikbögen und dann habt ihr so eine Aquarelltechnik. Macht sich natürlich gut, weil es Aquarellpapier ist. Aber ja, auch eine wunderschöne Technik. Das könnt ihr jetzt zum Beispiel trocknen lassen, so wie es ist. Oder ich würde jetzt hier halt noch ein bisschen mit ein paar mehr Farben arbeiten oder vielleicht noch ein bisschen mit mehr Wasser, damit die Aquarelltechnik noch mehr rauskommt. Aber diese Technik finde ich eigentlich gar nicht so undumm. Ist halt mal was für mich was Neues, mit so einem Plastikbogen zu arbeiten. So, die letzte Technik ist die Embossing-Technik. Ich wollte euch halt einfach noch zeigen, dass ihr auch damit wunderbar arbeiten könnt. Ihr nehmt euch einfach euren Stempel, den ihr embossen wollt, euer Kissen zum Embossen. Ich nehme jetzt hier mein Versamark. Ich habe natürlich halt erst den Stempelbuddy. Den vergesse ich jedes Mal. Der liegt schon vor meiner Nase und trotzdem vergesse ich ihn. So, ich rubbel da einmal drüber, bevor mir wieder das ganze Pulver überall rumfliegt. So, gehen wir nochmal rein. Und gehe jetzt hier mit den Tropfen hier oben hin. Ach komm, was soll der Geiz? Gehen wir hier unten auch noch hin. So. Und hier unten auch einmal. So. Dann nehme ich mir mein Embossing-Puder oder Pulver. Ich nehme jetzt hier in dem Fall weiß. Gehe da einmal drüber.
schön. Das kippe ich mal schnell zurück. So, da haben wir das. Das föhne ich mal ganz schnell. Fertig geföhnt. Und ich finde das immer wieder toll. Das ist kein reines Weiß, sondern das ist Perlweiß. Ich finde das echt cool. So, machen wir weiter. Nehmt euch euer Kissen. Ich nehme diesmal das wunderschöne Ice Spruce. Das ist ein Grauton. Und geht da jetzt einfach mit drüber. Das ist trocken. Ja. Aber erstmal voll reintatschen. Naja, klasse. Mona wieder. Oh Mann. So. Und einfach drüber. Und ihr seht schon, wie wunderbar das funktioniert. Ach, ich bin so begeistert von diesen Dingern. Jetzt haut mir die Stimme wieder ab. Mann. Ich finde das so cool. Ich werde gleich nochmal das Blau dazu nehmen. Ich finde es toll. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Außer, dass ich es toll finde. So, ich nehme mal das Blau noch. Wo haben wir es? Da ist der Tisch schon klein und trotzdem finde ich nichts hier. Broken Shine. Erstmal wieder wechseln. Ich überlege schon, ob ich mir noch Blending Tools kaufe, weil das Wechseln ist ja schön und gut, aber es ist doch ein bisschen nervig. Also zwei sind irgendwie zu wenig. So, gehe ich nochmal mit dem Blau hier drüber. Und ihr könnt halt alles embossen, was ihr wollt. Also es müsste jetzt eigentlich auch mit anderen Embossing-Farben gehen. Das müsste ja, beziehungsweise es kommt raus. Also es geht gar nicht anders. Ihr seht es ja hier schon. Mega cool. Ich finde das so geil. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch mit Wasser drauf spritzen. Das gibt natürlich auch nochmal einen kleinen Effekt. Könnte man jetzt eigentlich mal ausprobieren, ne? Also ihr müsst aber auch, das ist halt so ein bisschen, ihr müsst mit euren nassen Fingern aufpassen. Ihr seht hier oben, ich hoffe ihr seht das, dass ich da gerade richtig drauf gepackt habe. Wenn man halt etwas schwitzt, sieht man das. Klar, man kann drüber gehen, zack, ist es weg, aber ist halt ein bisschen blöd. Deswegen wäre, ja, festkleben halt immer eine gute Variante, aber dafür war ich jetzt echt ein bisschen zu faul. So, und schon habt ihr euer Blatt, Hintergrund, wie auch immer, embossed und distressed. Ihr könnt natürlich, ich mache das jetzt mal, ich mache hier mal ein bisschen noch Wasser drauf. So, ich mag diesen Effekt echt gerne. Ihr habt das ja vielleicht auch schon in meinen anderen Videos gesehen, dass ich damit echt gerne arbeite. Ich finde das so cool und ich denke mal, das werden jetzt nicht meine letzten Kissen gewesen sein. Da kommen dann bestimmt noch welche dazu, die ich mir besorge. Das ist doch cool. Das hat nicht jeder. Ich finde es sau cool. So ihr Lieben, das waren meine 5 Techniken für euch mit den Distress Oxid Kissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch ein paar Tipps für mich habt, was es noch so für Techniken gibt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Bin ich echt, ja, gespannt und scharf drauf, es zu wissen, wenn man es so ausdrücken kann, weil es macht wirklich Spaß, mit den Dingern rumzuspielen. Man kann die Zeit vergessen, man kann sich wunderschöne Hintergründe gestalten. Man könnte natürlich jetzt auch hier Sachen ausstanzen oder. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten. Und ihr kennt mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!